Topfgucker TV empfiehlt. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Caffanero. Ich bin der Steve, Chefröster hier im Haus. Und ja, jetzt stellt ihr euch sicherlich die Frage, was ist jetzt eigentlich das Wichtige an so einer kleinen Manufaktur? Nämlich dieses Baby hier hinten. Es ist ja so, dass es Großindustrie und Handwerk gibt. Und das Wichtige beim Handwerk ist einfach, dass wir uns hier wirklich Zeit lassen für den Kaffee, um das mal in einige Fakten zu packen. Lange Röstzeit bei niedrigen Temperaturen. Ja, das heißt quasi 20 Minuten bei etwa 200 Grad Celsius. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich die Großindustrie und die arbeiten natürlich nicht mit zigtausend solchen Kleinanlagen, sondern mit riesengroßen, überdimensionierten Röstöfen. Und da kann es dann schon mal locker passieren, dass die Zeit dann 3 Minuten bloß beträgt und das bei 800 Grad Celsius. So, wichtig beim Kaffeerösten ist vor allen Dingen auch, dass man wirklich eine hohe Qualität der auszuwählenden Rohkaffees auch nimmt und die dann auch entsprechend verarbeitet. Man sieht jetzt hier eine Qualität, die echt, kann man sagen, unter aller Sau ist, die aber heutzutage wirklich sehr, sehr viel in Deutschland auch verwendet wird. Man sieht hier dieses kränkliche Gelb, was uns hier schon entgegenspringt. Dann noch diese schwarzen, meist verdorbenen Bohnen, die hier so dazwischen prangen. Ja, wenn man jetzt genauer wühlt, dann würde man jetzt auch noch Holz und sowas finden. Aber ist ja nicht unser Anspruch, jetzt hier sowas zu machen. Und das ist eben das, was schon die gute Ausgangsqualität hier an der Stelle ist. Man sieht hier ein grünes Bohnenbild. Ja, und wenn Sie das mal irgendwo hören, grüner Kaffee, dann wissen Sie immer, gut, von grünem Kaffee ist immer ungerösteter Kaffee gemeint. So, und das haben wir eben halt hier und so wird es hier verarbeitet. So. Die gerade abgewogenen 18 Kilo habe ich jetzt hier oben erstmal in diesem Trichter zwischengelagert, weil wir jetzt erstmal ganz kurz warten, bis der Ofen auf Betriebstemperatur ist. Wie gesagt, hier maximal 200 Grad. Kann man sich ähnlich vorstellen wie im heimischen Backofen zu Hause. Na, da hantiert man ja auch nicht mit Temperaturen, die zum Glasschmelzen geeignet sind. Und so brauchen wir das ja auch nicht beim Kaffeerösten machen. Jetzt betätige ich einfach mal den Hebel hier und wir werden gleich hier im Schauglas wunderbar sehen können, wie der Kaffee hier in den Ofen hineingelangt. Was man jetzt hier sieht, sind einfach mal 180 Kapseln für handelsübliche Kapselmaschinen. Aber so viel Abfall produziert man, wenn man wirklich effektiv einen Kaffee wirklich für seine Kapselmaschinen verarbeitet an der Stelle. Und ja, auf der einen Seite hat man natürlich hier das Umweltproblem, weil über 200 Gramm hier nochmal an, sage ich jetzt mal, extra Müll anfallen, was ja unbedingt nicht sein muss. Und auf der anderen Seite sieht man jetzt auch nicht mehr, was eigentlich mal die Ausgangsware gewesen ist. Wenn man sich nämlich seinen Kaffee lose kauft, also quasi in unseren Tüten, hat man immer noch den Vorteil, dass man sieht, was mal die Ausgangsware gewesen ist. Wenn wir jetzt wieder mal kurz in das Schauglas schauen, dann sieht man, jo, die Ladung ist jetzt auch gleich fertig. Und jetzt ist natürlich die Aufgabe des Kaffeerösters zu entscheiden, wann der Kaffee raus kann. Das mache ich mit, sei jetzt mal Geruchsprobe, der optischen in Blicknahme. Und wenn man es jetzt auch leicht hört, hört man jetzt so ein ganz leichtes Knistern. Man redet hier vom sogenannten Crack. Das ist auch nochmal wichtig. Und dann nur noch die Entscheidung, mache ich einen Kaffee oder mache ich einen Espresso. Bei der Entscheidung zwischen Kaffee und Espresso ist es eigentlich nur wichtig, lasse ich den Kaffee hell oder lasse ich den Kaffee dunkel raus. Den gleichen Effekt hat man übrigens, wenn man jetzt sagt, okay, man toastet jetzt den Toast auf 1 Minute oder man toastet seinen Toast 5 Minuten. Also mit anderen Worten, es wirkt sich letzten Endes hier bloß auf den Geschmack aus. Hellgeröstete Kaffees tendieren immer ins ganz leicht fruchtige, dadurch mehr geeignet für ganz normale Kaffeecreme, Filterkaffee und ja, die ganze Palette. Und wird es halt dunkel geröstet, habe ich einen sehr herben Geschmack und ja, ist dafür prädestiniert, sage ich jetzt mal, in Espresso dann in der Tasse zu werden. Und das ist auch der einzige Unterschied zwischen diesen zwei Hauptvarianten. Hm.
Wie man sieht, ist das hier hinten raus immer eine sehr dynamische Geschichte, weil der Kaffee jetzt sich ja, sekündlich ändert und ich hier wirklich das Zeitfenster treffen muss, wo ich sagen kann, jo, der Kaffee ist jetzt wirklich so, wie er dann auch rauskommt. So, und das ist genau jetzt der Fall. So, dann machen wir mal das und das und das. Nach dem Rösten kühlt mein Kaffee jetzt ganz entspannt mit Luft ab und das ist jetzt einfach auch der Vorteil, den ich gegenüber der Großindustrie habe. Die Großindustrie, wir hatten es ja vorhin schon mal, röstet bei 800 Grad Celsius in etwa und diese 800 Grad Celsius muss man jetzt schlagartig versuchen kalt zu bekommen. Und naja, 800 Grad einfach mal kalt pusten, das ist ein Ding der Unmöglichkeit und die greifen auf eine Wasserkühlung zurück. Das heißt, man stelle sich vor, der Ofen ist zu Ende und es kommt ein weiteres Förderband. Da sind dann überall Düsen an der Seite und da kriegt der Kaffee wirklich eine eiskalte Wasserdusche. Ja, und was passiert aber, wenn man diese drei Faktoren zusammenbringt? Kaffee, Hitze, Wasser. Das ist eigentlich das Gleiche, was in der Kaffeemaschine passiert. Der Kaffee reagiert mit diesem Löschwasser, gibt Inhaltsstoffe ab. Und zu Hause haben sie dann bloß einen zweiten Aufguss. Ganz toll. Aber hier können wir eben alles in der Kaffeebohne drinnen lassen, weil wir hier mit Luft kühlen. Schön. Jetzt wisst ihr ja, wie wir hier Kaffee rösten, was auch das Besondere eben halt ist an so einer kleinen Manufaktur, wo man sich eben noch wirklich Zeit für das Produkt lässt. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal hier bei uns am Ofen, gerne auch zu einer Röstereiführung. Und ansonsten, ciao. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.